Wir sind schon live. Hi. Herzlich willkommen bei Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen. Willkommen bei Christian Angel der 3000. Ich begrüße euch alle Zuschauer, alle Anklicker dieses Videos und an alle Abonnenten. Hello, Freunde. So, ja. Ich begrüße euch bei Senran Kakuran Volume 4. Dort, wo wir zuletzt aufgehört haben, bei Volume 3. Genau, 3. Jetzt sind wir bei 4. 4. Noch zwei Stück, dann sind wir bei 6. Okay, ja. Ich begrüße auch alle Leute, von Hentai und alles, was dein Herz erwärmt. Und von Anime.de Beta, die sich dort angemeldet haben und dieses Video angeklickt haben. Ich begrüße euch alle. Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja, wir haben zuletzt aufgehört bei der ersten Mission von 4-5 Stück. Von Kapitel 1, sag ich mal so jetzt. Du musst jetzt mal ein bisschen aufgliedern. Und wir haben den letzten Kampf mit der hübschen Dame gemacht, mit den riesengroßen Möpsen. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben ein Video freigeschaltet. Ist das nicht toll, meine Freunde? Ein Video. Ja, das Video, was wir gerade vor uns gerade freigeschaltet haben, ist das mit dem Käfig. Genau. Und eine Bildergalerie. Jetzt, was wir auch gerade gesehen haben. Und Musik. Schick. Speichern. Yes. Läuft. Und nochmal zur Info. Simons Gole da nicht. Es ist ein anderer Account. Was habe ich verstanden? Also mache ich noch einen anderen? Mal schauen. Ui, ui. Huch. Die ist ja komplett außer Häuschen. Yeah! Ich glaube, ich kaufe mir auch mal solche Outfits für meine Freundin. Das wäre Asiatin, das würde so eigentlich sehr gut passen. Aber wenn sie das Video sieht, fällt sie nicht. Warum? Das rechte Outfit könnte interessant werden. Ich darf nicht so laut reden, wie meine Fantasie. Ich hab nichts gesagt. Muss mich erstmal ordentlich hinsetzen hier. So. Ich lese momentan das Comic Puppy Lovers von Ryuata Amatsume. Empfehlenswert, komplett in Farbe. Ich sage es mal so, ab 16 Jahre ein edgy Buch. Anime. Ich weiß nicht, ob das überhaupt verfilmt oder wäre nicht schlecht oder für falsches Thema. Meine Akku ist bald leer. Oh mein Gott. Schade. Im Dings, im Nia Gaiden konnte man bei den Frauen mit dem Controller das die wunderschönen Boobs umspielen.
Geht hier leider nicht. Schade. Aber dafür wackeln sie gut genug. Und wieder ein Bild zum Freischalten, zum Freikaufen. Ich glaube, wenn man so eine Freundin hätte mit so einer Stimme, oh mein Gott. Ich glaube, bei manchen würde einer abgehen. Oh, ich hoffe nicht mit der spielen. Ich hoffe mit der, die ist gut. Die hat, das können die fast die Tochter oder die Schwester von Cloud Strife sein von Final Fantasy 7. Warum? Deswegen. Let's go. Keine Sorge, es gibt auch andere Maps. Aber momentan ist es halt ein Strandlevel. Aber wir machen. Wenn wir genau mal hingucken, gut, das ist eine Waffe mit einer Kettensäge. Weil die muss sich irgendwie öffnen, so spalten und dann kommen dann so Ketten raus. Kann man schwer sehen, aber ich denke mal irgendwo in so einem Modus in der Verwandlung, wenn wir uns verwandeln müssten. Guck mal, da ist ein Ball. Schau mal mit dem Ball. Den Ball spielen. Ball spielen. Nein. Wir müssen erstmal hier weg. Wir wollen ja mal weiter vorankommen und das ist ja auch alles zu lange dauern. Aua! Wow, ja, wenn man gerade zusammen tut, ja, die Kampftechniken sind noch ein bisschen unausgereift. Liegt daran wegen dem Level. Je höher das Level, desto mehr Kampftechniken kommen dazu. Komm schon. Ich bin auch schneller, wenn man nicht mehr verwandt ist. Aber ich weiß nicht, was noch auf dem Spiel ist. Ja, guck mal, was ich weiß. Ich nicht. Wir wollen ja bei jedem mal die Verwandlung sehen, ne? Wer hätte das jetzt gedacht? Da hat noch ganz kurz viel. Aber nur ganz kurz. Oh, jetzt kommen neue Gegner. Oh, ja. Gibt auch nicht kleinen Bein. Ja, aber die ist ein bisschen schwerfällig. Da kommen ja noch mehr. Oh Gott. Ich hab ich keine Attacken mehr. Okay, einen haben wir wieder. Es ist ja ausgewichen. Was ist Sau. Alle anderen
raus, ja. Aua. Naja, ist nicht gerade die feine Art. Au, mit dem Breitschwert. Aua. Nein. Vorbei? Nein, immer noch nicht. Jetzt, Na, endlich! Oh Gott, ist die schwer für dich. Hi. Oder so. Jetzt sehen sie alle wieder normal. Okay. Warum haben sie sich eigentlich verwandelt eigentlich? Keine Ahnung. Mashimoya. Hitsashiburi ni omoikiri tabemakuru de. Sakki no yatsura. Watashitachi Sayuri-sama wa doushitemo watashitachi ni shinobi no. Ich überspringe mal ein bisschen, ne? So ein bisschen schneller machen, wenn es euch nichts ausmacht. Weil meistens sind es längere Gespräche. Jo. Stimmt so. Genau. So, abgeschlossen. Bam, bam, bam. Level 3. Yeah. Speichern. Hier konnte man leider nichts freischalten, weil hier keine gewissen Optionen gab, da wir auch keinen Gegner hatten zum Bekämpfen. Nur, also man hatte schon Gegner, keinen so Hauptcharakter. So, sage ich mal so. Ja, glaube ich, geschickter. Yeah. Ja, wer will da nicht hin? Wieder hinten geht kleine Nasenbluten. Oh, das ist meine Flasche umgefallen. Das geht ja gar nicht. Aber wer will da schon nicht mal ein bisschen eincremen? ほら、アスカ。あたいが日焼け止めオイルを塗ってやるよ。全身くまなく丁寧にな。自分で塗るから大丈夫だよ。骨粘りに頼むとなんか変な触り方するんだもん。皆さん、少しはしゃぎすぎではないでしょうか。今は忍び系だぜ。誰も襲ってくる気配なんてないだろ。 Hat sich gerade irgendwie die Stimme geändert irgendwie? Hat sich so angemalt. Aber haben wir. Kaguraといえば忍びの最高称号だろ。それがな。まさか神楽と矢倉をかけているのか。野球ちゃん鋭い。きっとそうだよ。そうに決まってるよ。みんな、ごめんね。ばっちゃんがわけのわからないことを言って。俺は気にしていないぞ。ひばりとの楽しい思い出作りもできるしな。確かに、 忍びの盆踊りには分からないことがたくさんあります。ですが、だからといって遊んでばかりというのは。
Ich muss ja echt nur geil sein. Jetzt kommt die zweite auch noch. So, die dritte auch noch mit. Schade. Hat so schön angefangen. Let's go. So. Es kommt meine Lieblingscharakterin. Freue mich. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Auf geht's. Kasragi, mai shinobu ze. Jinchou ni mai chi. Oh, ich hab sie gleich so erledigt, okay. Bevor sie sich verwandeln kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Schneller wie geplant. Ah, oh, jetzt kommen die nächsten zwei. Nasi. Aber ich habe jetzt Unterstützung. Okay. Oh. Eindeutig komplett daneben. Mal gucken, ob sie es schaffen. Ja, habt ihr geschafft. Mist. これで終わりです。
ein glorreicher Sieg. You win. So, wie soll man sagen? Ja, mit der kann man echt gut spielen, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall so viel Laune. Auch im späteren Spielverlauf. Wenn man es richtig mit ihr gut kann, also auf jeden Fall. Also, ist auch einfach zu spielen. わかっていただければいいんです。でさ、落ち着いて考えてみたんだけど、あたいたちは。でも、どうしてさゆり様はひばりたちに忍びの盆踊りをさせようとしているの？確かにそうですね。かぐらいの道が開かれるという理由だけでは、戦いへの気持ちが乗り切らない面もあります。ばっちゃんには何か考えがあるんだと思う。 今までずっと家を空けてたぐらいだし、こんな状況だ。俺たちから無理に動く必要もあるまい。少し様子見をするのがいいと思う。そうですね。闇雲に動いてもいいことはありませんからね。ばっちゃん、一体何が目的なの？ Ja, das war. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind bald durch. Ich glaube noch eine Mission und dann haben wir das erste Kapitel, kann man so sagen, abgeschlossen. Nicht mal ein Level kriegt sie. Ich glaub's nicht. Es geht doch gar nicht hier. Nee, 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 nee. So eine Sauerei. Das ist echt schlimm. Das sage ich euch. あいやいやいやいや。そう。やっぱどこにもいないね。ですが、確かにおじい様の気配を感じました。うん、絶対にあれは黒影おじいちゃんの気配だったよ。だが、これだけ探してもいないのだ。やはり。そうですね。一旦おじい様のことは置いておきましょう。 Soll ich euch was verraten? Die mit der Maske ist ein Pentif-Fan. Ich finde, das will ich jetzt nicht sagen direkt, aber sie steht sehr auf Frauen-Pentis. Die Frage ist es, ob sie benutzt sind oder nicht. Ich hoffe nicht. Und wenn, dann nur auf andere Art. Also nicht bizarre oder ekelhaft, also auf die Art, die wir alle Männer stehen. Also für die Frauen, die zuschauen, ihr wisst Bescheid. So. Shinobi no Bonyodori ka. Kagura no Koto. Ma, ma. Ich überspringe mal, Leute. Es wird dauert noch zu lang. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wenn ihr wollt, dass ich immer alles überspringe, die Gespräche so gut, also auf einigermaßen der Geschwindigkeit oder komplett. Wie ihr wünscht, ich bin für alles beide da. Also ich kann auch langsam, kann es auch laufen lassen. Dauert halt die Let's Plays halt länger, das sage ich euch jetzt schon mal voraus. Oder ich springe einfach alles drüber, so wie es geht. Also, über die Texte. Nicht, dass ihr das wieder falsch versteht. Ich kenne doch euch.
ごめん、少し時間が欲しい。どうしたものか。リーダーって大変だね。シキ、お前何しに来た。 Die Stimme ist so ein zum Einschlafen. Also im positiven Sinne. Nicht, dass ihr jetzt falsch denkt. Die redet so. Ja, doch. Aber. So ganz verschlafen und niedlich. Jetzt wird's interessant, meine Damen und Herren. Den letzten Kampf im Wald. Das wird jetzt lustig.